Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer, hier beim Magazin Bauen und Wohnen auf RICO.TV. Auch heute haben wir wieder spannende Themen für Sie und wir haben uns auch einen Studiogast eingeladen. Und das sind die Themen von heute im Überblick. Dicht gemacht. Wenn es draußen kalt wird, sorgen neue Fenster für Wohlbefinden im Haus. Durchgecheckt. Vor dem Winter sollte die Heizung im Haus überprüft werden. Nachgefragt, was Sie rund um das Thema Heizen wissen müssen, sagt Ihnen unser Experte im Studio. Im Herbst und Winter wollen Sie, dass es in Ihrer Wohnung oder Ihrem Haus kuschelig warm ist. Oft verspüren Sie jedoch einen leichten, kalten Luftzug. Die Ursache sind oft undichte Fenster und Türen. Doch es gibt Abhilfe von den Fachleuten vor Ort. Welche Möglichkeiten es gibt, das zeigen wir Ihnen jetzt. Wer Energiekosten sparen will, der muss sich von Altem trennen. Von alten Fenstern zum Beispiel. Diese sorgen für 50% mehr Wärmeverlust als neue, energieeffiziente Fenster. Das Haus von Familie Heiß wurde 1976 gebaut. Seitdem wurden die Fenster nicht erneuert. Bis jetzt. Einer der Gründe war, ich habe nach Möglichkeiten gesucht, wie ich meinen Energieverbrauch reduzieren kann. Und das Naheliegendste war für mich dann, das mit neuen Fenstern zu machen. Fenster, die vor 1995 eingebaut wurden, entsprechen nicht mehr den Anforderungen energetisch gedämmter Häuser. Bei einem Einfamilienhaus, welches mit Heizöl befeuert wird, ist allein durch die Modernisierung der Fenster bei einer Fläche von 50 Quadratmetern eine Ersparnis im ersten Jahr von bis zu 1.100 Euro möglich. Zudem gibt es Fördermöglichkeiten. Also die KfW fördert natürlich neue Fenster in einer Energieeffizienzklasse UW unter 0,95. Das sollte heute Standard sein. Die nächste Fördermöglichkeit ist natürlich über die Handwerkerleistung, über den Lohnsteuerjahresausgleich, das abzusetzen. Viele Städte fördern mittlerweile Schallschutzprogramme, dass einfach mehr Ruhe im Raum ist. Um die Fördermaßnahmen zu erhalten, sollten alle Fenster im Haus modernisiert werden. Der Austausch sollte in jedem Fall vom Experten übernommen werden. Bei falschem Einbau ist die Gefahr von Kältebrücken groß, was zu Schimmelbildung und Folgeschäden führen kann. Na, gute Verglasung, ein guter Rahmen und natürlich auch Einbruchhemmung in Beschlagseite sollte auf jeden Fall gegeben sein. Und das können alle alten Fenster nicht. Auch sollten Fenster immer regional gekauft werden. Nur dann ist die fachgerechte Beratung und Montage gewährleistet. Und nur dann können Energieverbrauch und Heizkosten gesenkt werden. Wir haben das in zwei Schritte aufgeteilt. Das Ergebnis war positiv überraschend. Der Energieverbrauch ist gravierend zurückgegangen. Obwohl wir sonst keine Maßnahmen mit Außendämmung und so weiter bis jetzt gemacht haben. Um die richtige Entscheidung beim Einbau neuer Fenster zu treffen, können sich Eigentümer auch online informieren. Unter www.renovierungs-ratgeber.de gibt es eine kostenlose Checkliste für Fördermöglichkeiten, Sicherheit, Lärmschutz und Fensterkauf. Sie sehen, die Fachleute vor Ort stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Welche Neuigkeiten es rund um die Themen Bauen und Wohnen sonst noch gibt, das sehen Sie jetzt in unseren News. Bröckelnder Putz oder Risse in der Hausfassade können zum Dämmproblem werden. Das Haus verliert deutlich mehr Wärme als vorher und dadurch steigt der Energieverbrauch. Hausbesitzer sollten daher bei einem Rundgang ums Haus nach Schwachstellen Ausschau halten. Selbst kleine Löcher oder Risse können im Einzelfall für das gesamte Mauerwerk zum Problem werden. Ob Ausbesserungsarbeiten notwendig sind, kann aber nur ein Fachmann beurteilen. Die KfW fördert jetzt auch generationengerechte Umbauten. Der Austausch alter Heizungen oder die Dämmung der Gebäudehülle lohnt sich in Verbindung mit dem Abbau von Schwellen und der Verbreiterung von Türdurchgängen. Eine Zuschussvariante in Höhe von bis zu 5.000 Euro pro Wohneinheit von der Förderbank ist möglich. Bis 2018 stehen 54 Millionen Euro für diesen Zweck zur Verfügung.
Ein Stuckateur aus der Region ist frisch gekürter Europameister. Der 23-jährige Marc Armbrüster aus Bayernfurt hat bei der Euroskills Berufseuropameisterschaft die Goldmedaille geholt. Innerhalb von 18 Stunden musste er mit einem Kollegen eine Trockenbaukonstruktion mit Fenstern und Türöffnungen errichten, welche mit Stuckelementen und einem sogenannten Freestyle-Element verziert wurden. Nach der Werbung geht es bei uns weiter mit dem Thema Heizungscheck. Dazu haben wir uns einen Experten ins Studio eingeladen. Bis gleich. Sie merken es, die Tage und Nächte werden deutlich kühler und es wird höchste Zeit, Ihre Heizung einzuschalten. Damit es im Winter keine böse Überraschung gibt, gibt es einiges zu beachten. Die Monate von Oktober bis April bedeuten für Ihre Heizung eine enorme Belastung. Einmal im Jahr sollte man deshalb einen Heizungscheck durchführen lassen. Dabei können auch eventuelle Mängel an Kessel oder Brenner festgestellt werden. Der Profi erledigt beim Heizungscheck mehrere Schritte. Also wie gesagt, den Kessel reinigen, den Brenner reinigen, neue Düse rein, die Einstellungen vornehmen am Brenner, dass die Werte richtig stimmen praktisch. Wichtig ist auch, das sogenannte Ausweichgefäß zu überprüfen. Klingt es hohl, ist alles in Ordnung. Hört es sich dumpf an, wenn man dagegen klopft, muss das Heizungswasser abgelassen und das Gefäß mit Stickstoff aufgefüllt werden. Wenn die Heizung optimal funktioniert, lassen sich außerdem Energiekosten sparen. Jeder Zentimeter mehr Ruß im Kessel bedeutet rund 6% Energieverlust. Auch beim Heizen ist das Wie wichtig, um Geld zu sparen. Also ich würde vorschlagen, die Räume, wo man heizen möchte, da lässt man das Thermostat immer gleich stehen. Man fährt dann nachts auf die Nachtabsenkung runter, auf 15 oder 16 Grad Raumtemperatur. Und das ist eigentlich schon alles. Den Check an Kessel und Brenner übernimmt am besten der Profi. Hier aber noch ein Tipp, was Sie zu Hause selbst tun können, um die Heizung auf den Winter vorzubereiten. Also vor der Heizperiode würde ich mal vorschlagen, dass man die Heizkörper alle mal entlüftet. Das heißt, man sollte die Heizungspumpe abschalten und eine Viertelstunde auslassen, damit sich das Wasser beruhigt und die Luft dann nach oben steigen kann. Und dann macht man am besten das Heizkörperventil ganz auf, damit, wenn im Vorlauf noch irgendwie Luft drin hängt, dass es auch in den Heizkörper rein kann. Und dann geht man hinten her und dort praktisch mit so einem Vierkantschlüssel, das gibt es überall in jedem Bauhaus oder bei uns, hier praktisch entlüften und lässt hier praktisch Wasser raus. Wenn keine Luft kommt, dann ist auch keine Luft im Heizkörper, sondern nur Wasser. Und lässt ein bisschen laufen und das war es eigentlich schon. Dann dreht man wieder zu. Zum Thema Heizung haben wir uns Florian Burg von der Firmengruppe Burg in Ravensburg hier ins Studio eingeladen. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Herr Burg, oft steht die Entscheidung an, die alte Heizung will nicht mehr richtig. Soll ich sie reparieren oder brauche ich eine neue? Richtig, ja. Das ist schon mal die Frage, mit denen auch unsere Kunden auf uns zukommen. Man muss sich das im individuellen Fall anschauen, das ist ganz klar. Wir sagen 15 bis 20 Jahre altes Heizgerät. Da lohnt es sich in der Regel, ein neues anzuschaffen, weil einfach die Bestimmungen sich geändert haben und so eine Heizung einfach nicht mehr effektiv läuft. Und alles, was, sage ich mal, jünger ist, kommt natürlich auf den Fehler und auf den Defekt an, die diese Heizung vorweist, ob man sie reparieren kann oder nicht. Definitiv sind Neuanschaffungen von älteren Produkten sinnvoll. Jetzt habe ich ein Problem und brauche dringend eine neue Heizung. Können Sie überhaupt liefern? Wir können liefern, auf jeden Fall. Die Zeit ist immer die Frage. Also so innerhalb von 3 bis 4 Wochen kann man in der Regel was machen. Ist im Herbst natürlich, vor der Heizperiode, geht es ein bisschen länger. Muss man sich im individuellen Fall anschauen. Liegt auch an den Herstellern, wie schnell können die uns wiederum liefern. Sinnvoll ist es immer, sich antizyklisch Gedanken zu machen. Also über meine Heizung mache ich mir am besten im Frühjahr oder im Sommer Gedanken und nicht im Herbst und im Winter. Weil da sind natürlich die Auftragsbücher bei den Installateuren voll. Der Kunde macht sich viele Gedanken, vor allem auch mit dem Hintergrund, welches ist die passende Heizung für mich? Wir haben Öl, Gas, wir haben Wärmepumpen und so weiter.
Woher soll der Kunde wissen, was ist das Richtige für mich? Der Kunde muss sich erstmal selber Gedanken machen, wie ist er eingestellt zu den Heizmedien? Hat er ein ökologisches Verständnis? Wie schätzt er auch die zukünftigen Preisentwicklungen ein? Wir können da natürlich Tipps geben, aber das kann jeder und das ist immer schwierig, Prognosen zu geben. Aber generell sind natürlich regenerative Heizstoffe, regenerative Energiequellen langfristig sinnvoll, auch im ganzen globalen Kontext gesehen, wie jetzt herkömmliche, endliche Stoffe. Thema Kosten, wo liege ich mit einer neuen Heizung? 5.000, 20.000, 50.000? Ja, ich sag mal, bei so einem Einfamilienhaus kann man so mit Startkosten von 4.000 bis 5.000 Euro rechnen. Bei kleineren Geräten, wenn ich jetzt ein Mini-Blockheizkraftwerk bei mir in meinem größeren Haus einbauen möchte, dann kann man da schon auch mal bei 100.000 Euro landen. Also die Spanne ist relativ groß, weil die Technik auch sehr vielfältig ist. Jetzt haben Sie viel über die Jetztzeit erzählt. Was gibt es Spannendes in der Zukunft? Es wird ja neue Technologien geben. Die Zukunft ist spannend, nicht nur auf dem Heizungsmarkt, die Zukunft ist immer spannend. Es wird relativ viel momentan geforscht, viel auf Neues auf den Markt gebracht, weil auch der Gesetzgeber durch die neue Energieeinsparverordnung gewissermaßen einen dazu zwingt, was auch gut ist. Man hat gemerkt, dass der Ölpreis nicht konstant ist, dass auch der Gaspreis sich verändert, dass auch die großen Gaslieferanten beispielsweise dadurch relativ viel Marktmacht auch ausnutzen. Da werden heute mehrere Kriege geführt deswegen. Und insofern sind die Hersteller gezwungen, viel zu forschen und bringen fast monatlich neue Produkte auf den Markt, neue Techniken, beispielsweise die Brennstoffzellentechnik, die jetzt momentan auf dem Heizungsmarkt schon mit einem Produkt vorhanden ist. Wir haben eben verschiedene Wärmepumpen, die einen Boom erleben und insofern ist auf dem regenerativen Energiemarkt richtig, richtig spannend, die Entwicklung zu verfolgen und da wird noch viel kommen. Also es bleibt spannend. Wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Herr Burg, vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch heute hier im Studio. Gerne. Wir sind am Ende unserer Sendung. Wir sehen uns nächste Woche wieder, dann mit den Themen mobiles Zuhause und Energiespeicher. Bis dahin eine gute Zeit.